Hi und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich habe ja schon gesagt, dass ich dieses kleine Teilchen hier auf jeden Fall auch nochmal vorstellen möchte. Es ist wirklich klein. Also es gibt heute, es ist nicht nur eine positive Review, es ist auch eine negative Review. Und ja, das Packaging hat es mir überhaupt nicht angetan. Wir werden heute mal was machen. Wir werden mal beim Packaging anfangen, denn der Inhalt ist echt mega gut. Und Muisan macht halt eben auch oder sticht heraus, dass sie halt eben ja gerade Gesichtsprodukte, Sonnenschutz-Gesichtsprodukte entwickeln, die eben einen hohen UVA-Schutz haben. Und Muisan war halt auch eine der ersten Marken, die ich gerne getestet habe, weil sie eben mit dieser Korallenfreundlichkeit geworben haben. Also eine Marke, die mir aufgefallen ist. Ne? Also vielleicht gab es da auch Marken, die es zuvor gemacht haben. Aber inzwischen bin ich auch so ein bisschen der Meinung, es gibt inzwischen schon gerade Sonnenschutzprodukte auf dem Markt, die Muisan ein bisschen überholt haben. Ne? Fangen wir wirklich bei der Verpackung an, ne? Und gehen dann zum Produkt über. Verpackung klein. Und der Preis ist halt echt auch mega hoch. Ne? Also ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob es 13, 14 oder 15 Euro kostet. Ist auf jeden Fall arg teuer. Denn 30 Milliliter, die Bros unter euch wissen, genau, 1 Gramm trägt man pro Tag auf. Und wie ist denn das denn dann bei so einem flüssigen Produkt? Denn es ist flüssig. Da kann ich euch wirklich dazu raten, holt euch eine Waage, wiegt euch das einmal ab. Die Waage kostet nicht alles Geld. Ich habe meine mal unten. Werd sie auf jeden Fall unten unter dem i verlinken oder da ist sie dauerhaft verlinkt, da guckst du einfach rein, da kriege ich eine kleine Provision, wenn du über meinen Link die Waage beispielsweise kaufst oder irgendwas anderes kaufst. Und dann gucke ich halt, wie viel Menge das ist und beim nächsten Mal wiege ich es dann nicht nochmal ab, sondern nimm dann meine Hand natürlich. Ne? Ich habe bei den Auftrag habe ich abgefilmt aus dem letzten Video. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich bekannt vorkommen, wenn ihr mein letztes Video geguckt habt. Und da seht ihr auch, was die Schwierigkeit am Produkt ist. Dieses Produkt suggeriert mir zu arg, du brauchst nicht so viel von mir. Ich habe ja eine ganz dünne Spitze und bin ganz klein, also kannst du mich sparsam auftragen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute der Meinung sind, sie müssen nicht zu viel auf dem Gesicht auftragen. Ja, es ist, nervt mich auch. Ich habe auch eine fettige Haut, ich habe auch eine Mischhaut. Aber auch ich muss 1 Gramm auf dem Gesicht auftragen oder ungefähr 1 Gramm, damit eben der Schutz gegeben ist. Muisan sticht heraus, dass sie eben diesen super tollen UVA-Schutz haben. Und ich wusste aber von vornherein, wenn ein Produkt so flüssig ist, dann ist der UVA-Schutz auch nicht mehr so hoch. Er ist trotzdem, du kannst generell durch 3 rechnen von 50, dann hast du den UVA-Schutz. Da ist der auf der Homepage ein bisschen höher, was ganz cool ist. Ne? Also man sieht bei Muisan immer gleich, wie hoch der UVA-Schutz ist. Und bei den Cremes in den Tuben ist er ein bisschen höher. Dieses Suggerieren, dass man nicht so viel braucht, mag ich gar nicht. Ne? Also das ist halt auch dieses ganze Packaging, dieses ganze Marketing rund um diese Geschichte hier. Finde ich schwierig, weil andere Marken haben das schon besser hingekriegt. Beispielsweise kannst du ja auch Pipetten so machen, dass da exakt 1 Gramm reinpasst und du halt eben dann kommunizierst, dass du eben eine Pipette auftragen sollst. Dann gibt es da einfach gar keine Probleme mehr, aber bei so einer Spitze. Und dann kommt da auch nicht so viel raus. Ne? Also du musst schon richtig drücken. Ah. Also ich finde es schwierig. Das Produkt selber, wie schon gesagt, ist leicht von der Textur. Und wenn etwas leicht von der Textur ist, ist natürlich der UVA-Schutz nicht so mega hoch, wenn man das jetzt mit dem Tubenprodukt vergleicht. Ich mochte das Tubenprodukt auch. Ich habe mal eine Muisan Body-Sonnencreme verwendet, auch am Gesicht, was auch ganz gut klar ging. Die hatte auch nicht so einen hohen UVA-Schutz, musste auch nicht immer haben. Aber die war so ähnlich wie die kleine jetzt aus der Reihe. Also die haben sich nicht unterschiedlich arg von der Art und Weise
irgendwie unterschieden. Das hier ist halt ein Fluid, es ist leicht, es wird ja auch mit Fluid beworben und es ist bei mir leider auch schon weniger als die Hälfte leer, weil ganz klar, wer jeden Tag 1 Gramm aufträgt, der hat nicht sehr lange 31 Milliliter, das ist schon klar. Aber ich bin jetzt nicht matt auf dem Gesicht, das muss man an der Stelle auch sagen. Meine Haut fettet nach, es kommt auch immer drauf an, was ich in der Routine auftrage. Zu viel darf ich auch hier nicht auftragen, aber meine Haut hat mit dem Auftrag überhaupt keine Probleme, was ganz cool ist, denn ich habe mit verschiedenen so Formulierungen, da will die Creme nicht rein und da cremst du und cremst du und cremst du und wirst halb verrückt. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die sich eben schminken, mit diesem Produkt ganz gut klarkommen, weil es zieht halt gut ein, ne, weil es ein Fluid ist. Also wenn du jemand bist, der jeden Tag Make-up trägt, guck dir das mal an. Aber es ist halt teuer. Und es ist unverständlich teuer, denn am Anfang, wo ich halt, gerade 2 Jahre her oder so, als ich angefangen habe, Visan zu benutzen oder zu testen, war es irgendwo schon klar, sie waren gerade frisch bei Müller, sie haben auf ihrer Webseite verkauft. Aber der Preis gestaltet sich auch je nach Charge. Jetzt sind sie bei DM, sie sind bei Rossmann, sind sie bei Müller, sind sie. Rossmann weiß ich jetzt nicht so, nicht hundertprozentig auswendig, aber DM und Müller auf jeden Fall. Da kann man schon die Preisschraube drehen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Pedi-Protect, das lege ich dir auch mal unter das i, mit der hier vergleiche, mag ich die Pedi-Protect wesentlich mehr. Die hat auch nur 30 Milliliter, kostet aber auch nur die Hälfte. Ne? Also man merkt da auch schon. Es ist aber trotzdem dennoch geschickt, wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst, wenig Platz hast und nicht so viele Produkte mitschleppen möchtest. Hier hast du ein klitzekleines Fläschchen für deine Tasche, für deinen Schminkkoffer, wie auch immer, was du da in Urlaub mitnimmst. Das ist schon eine ganz hübsche Angelegenheit, aber dennoch, es ist schon krass, wie klein das Ding ist. Ne? Also es sind halt, wie schon erwähnt, 30 Milliliter, so groß wie ein Serum. Und man zahlt halt wirklich einen Haufen Geld. Ist es gerechtfertigt, meiner Meinung nach? Nein, denn es gibt einige Marken, die Visan inzwischen überholt haben. Ne? Also ich mochte die Marke mal ganz gerne, aber ich komme inzwischen mit anderen Marken wesentlich besser zurecht als hier. Kennst du das Produkt? Hast du es schon ausprobiert? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich wieder ab, sag danke fürs Einschalten. Du guckst unter das i, da findest du auch einen Ordner mit Sonnenschutz, den ich bereits schon vorgestellt habe. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.